Was war da denn los? Was war eigentlich dieses Gekraule gestern, ey? Süße Momente. Also ich muss wirklich sagen, es war ein richtig, richtig gutes Date. Und Eifersucht. Wenn sie jetzt gleich am ersten Tag mit dem Händchen haltet, ist das halt für mich nicht richtig. Alter, so noch viel mehr gibt's in der 5. Folge von Love Island. Woo! Ihr Leute, die letzte Folge endete ja mit einem großen Streit zwischen Nico und Jennifer, weil da irgendeine weirde Eifersucht im Spiel war. Allerdings wurde ja wirklich ein Cut gesetzt, das Thema war vorbei. Die Islander stehen am nächsten Tag wieder auf und Vanessa entdeckt was Spannendes. Oh wow, das ist ja auch ein cooles Urteil. Baum. Wow, genau meine Reaktion beim Shoppen, wenn ich irgendwas sehe, was ich cool finde, aber niemals, niemals, niemals kaufen werde. Genau so. Weil er allerdings ein bisschen süß sein möchte, entschuldigt sich Nico mit einem großen, großen Frühstück für alle Kandidaten dann noch. Und ich muss mal sagen, das macht er doch ganz gut. Vitaminja für die Binja. Nico bastelt Breakfast. Und locker war da die Frage im Interview einfach nur, und wie findet ihr es, dass Nico jetzt Frühstück gemacht hat? Yay. Butch hat allerdings auch eine große Sorge, dass Jennifer etwas ausplaudert, was gestern Abend passiert ist. Und da denkt man sich so, ist das so eine große Sache? Wieso nicht mit Monika reden oder mit Sandrine und so? Butchie hat sich letzte Nacht von Vanuschka kraulen lassen. Ja, und das bedeutet doch einfach rein gar nichts. Ich meine, am Kopf ein bisschen gekraut werden ist so Nonsens, der keine jucken sollte. Allerdings, das Drama ist groß und Nico rennt dann sofort zu Jenny, um zu sagen, ey, erzähl das bloß nicht weiter, was die Sache irgendwie eigentlich mehr aufbauscht, als es sollte. Du hast das gesehen, hast du das Ding mit Sandrine schon gesagt? Nee, werde ich ja auch nicht sagen. Das kam nicht von Butchie oder sonst was. Also der will wirklich nur Sandrine und so. Ja, ich habe das eigentlich auch schon wieder voll vergessen, dass das passiert ist. Warum sprichst du mich darauf an? Wieso sprichst du mich eigentlich darauf an? Dann gehe ich mal zu Butchie. Was war eigentlich dieses Gekraule gestern, ey? Ja, das war, also guck mal. So freundschaftlich, also so. Ja, es war einfach nur so freundschaftliches Gekraule. Achso, ja dann. Und dann ist das Thema eigentlich auch schon gegessen gewesen. So Drama um nichts. Aber gut, dann ist das ja geklärt. Butchie darf sich kraulen lassen, was auch vollkommen okay ist, was vollkommen normal ist. Aber man darf es Sandrine nicht erzählen, damit es größer wird, als es ist. Als Sandrine aber dazukommt und so fragt, hey, über was redet ihr gerade? Versucht Butchie ganz schön schnell das Thema zu wechseln. Und es geht wieder um Sandrines Aussehen. Du bist doch schon natürlich schön. Ja, aber ich... Du stehst auf und bist schön. So haben nicht viele, weißt du? Bei dir braucht man keinen Alkohol, dich muss man nicht schön trinken. Stop it, Butchie, stop it! Was sind das immer für Komplimente, die er da raushaut? Ich würde mir da immer verarscht und denke mir so, was redest du da? Aus welchem Ratgeber hast du das geklaut? Aus der Apothekenumschau? Als die Kandidaten aber kurz abgelenkt wurden, hat die Produktion dann einfach mal kurz 3 neue Granaten reingeschmissen und ich finde, das bringt auch einen guten neuen Schwung rein. Echt Wahnsinn! 3 frisch knusprige Granaten, die bringen Stimmung in die Bude. Die sehen einfach haargenauso aus wie Leute aus den letzten Staffeln. Ich finde das so krass. Vor allem dieser eine sah doch locker aus wie Henriks Cousin, oder? Wie ist dein Name? Ina mit Doppel-N. Wer zum Geier schreibt denn Ina mit Doppel-N? Dann ist es doch Inna. Nee, so läuft das doch nicht. Ich würde meinem Partner nicht verbieten, eine beste Freundin zu haben. Aber er hat ja mit mir eine beste Freundin, also verstehe ich nicht, wofür er dann eine brauchen könnte. Und ich bin gar nicht crazy eifersüchtig, sondern will voll easygoing wirken. Warum darf er nicht einfach 2 gute Freundinnen haben? Warum darf keine andere Frau in seinem Leben sein? Also anscheinend darf es ja, aber warum versteht sie es nicht? Die ersten Personen nähern sich aber den Granaten auch schon an und verstehen sich direkt gut. Adriano ist ja quasi Single und muss deswegen auf die Pirsch gehen und haut dann wieder seine lässigen Sprüche raus. Schon, ich bin mit 20 schon ausgezogen. Ich bin mit 18 schon ausgezogen. Echt? Oh, so früh? Aber keine Sorge, ich bin kein Problemkind. Ah, okay. Also ich war ein Problem. Nein, Spaß. Na, wenn du etwas richtig lustig findest, dann ist das Geräusch. Naja, und jetzt lernen wir mal Henriks Cousin näher kennen. Ich bin Leon, 24, studiere zurzeit Jura, strebe an, immer mal Richter zu werden. Also bitte Leute, das ist doch, also mehr Klischee geht doch jetzt schon wieder nicht. Wo kramen die immer aus? Vor allem, wenn du Richter werden willst, sagst du nicht so, und jetzt gehe ich nochmal kurz für den Karriereschub nach Love Island. Hinter meinem Rücken wird leider fälschlicherweise öfter mal gesagt, ich sei ein Fuckboy. Ja. Einspruch irrelevant. Naja, diese Gerüchte entstehen ja meistens nicht von Leuten, mit denen du nicht geschlafen hast, ne? Muss man ja auch mal so sagen. Noch schlimmer, als sich einladen zu lassen als Mann, ist, wenn man die Rechnung teilt. Das wäre mir peinlich. Und alle Broke-Studenten draußen in der Welt denken sich auch gerade so, boah, mir auch, same. Das ist wieder so ein, ja, ich habe super viel Geld von Mami und Papi und kann die Leute auch einladen und es ist einfach super männlich, wenn man das macht. Ich glaube, der versteht bestimmt gut mit Butchie. Die Frauen zuerst hinschauen bei mir. Die Brüste.
Alles klar, ich wünsche mir, dass irgendwann meine Frau sich so vorstellt. Wo die Männer bei mir mal als Erstes gucken, sind die Brüste. Und dann bam, 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 geht's ab. Das wäre mal richtig geil. Yes. Ja, ich bin auf jeden Fall was Besonderes. Ja, im Bett bin ich auch was Besonderes, ja. Also eine Nacht mit mir ist Feuerwerk. Eine Nacht mit ihm ist Feuerwerk. Startet schnell. Nach 5 Minuten denkt man sich so, ach, kann jetzt auch mal vorbei sein. Und dann ist es endlich vorbei und man macht es im Jahr wieder. Yay! Richtig Bock auf den. Eine Nachricht erreichte die neuen Granaten allerdings auch direkt und da ist jemand so ein bisschen geheimniskrämerig. Medi? Muss man Nachrichten los vorlesen? Hast du eine Nachricht bekommen? Ja. Nachricht! Das Nackel, da bin ich nur so, wow, okay. Schreit doch nicht alles so rum. Man hat es auch beim ersten Mal gehört. Vor allem, warum ist das so eine Frage? Hat der noch nie Love Island geguckt? Haben die alle noch nie Love Island geguckt? Tatsächlich dürfen die beiden männlichen Granaten sich allerdings jetzt ein Girl graben und mit ihr auf ein Date gehen, zusammen auf ein Vierer-Date. Und da ist die Auswahl schnell getroffen. Ich mag ihre Art so. Also ich kann mich gut mit ihr unterhalten. Und deswegen habe ich da jetzt Bock auf ein Date. Hast du schön gesagt. Oh, Leon und Leonie. Wie süß ist das denn? Das ist, glaube ich, auch das einzig Süße. Aber es ist süß. Richtig süß. Ey, wie geil ist das bitte? Was ist voll süß. Hier, was für ein Jacuzzi. Das ist nice, das ist nice. Ich sterbe. Oh, ich liebe diese Würstchen. Das sind Dinge, die sonst der Medi nur beim Feuerwerk hört, ne? Aber immerhin jetzt auch schon beim Grillen. Yay. Tatsächlich müssen die neuen Granaten aber auch ein bisschen ausgecheckt werden, wie die so ticken, wie die so drauf sind. Und Leonie stellt auch schon direkt die harten Fragen. Als ich meinen Bachelor gemacht habe, da war ich noch mal jedes Wochenende feiern und habe alles mitgenommen und so. Aber alles mitgenommen, okay. Ja, so was, so ja, feiertechnisch, weißt du. Ja, ich muss auf meine Wortwahl achten. Ey, ich habe alles mitgenommen, was geht, aber nur feiertechnisch natürlich. Immer nur die Partys und bin dann alleine nach Hause gegangen, habe nochmal gebetet und dann ins Bett. Leute, so war es immer. Genau. Ah, das wird zu viert vielleicht ein bisschen eng, aber auf die Art sparen wir Wasser und Strom. Die Natur wird es uns danken. Die Kandidaten allerdings nicht. Also das ist ja schon zu zweit meist super eng da drin. Zu viert war es einfach nur unglaublich gequetscht. Und dann haben sich Medi und Vanuschka geopfert und gesagt, ey, wir gehen mal rein. Oh, das ist ja auch eine Badewanne und da sind wir für uns alleine. Und dann sind die halt getrennt, was, glaube ich, ein bisschen besser ist. Also ich muss wirklich sagen, es war ein richtig, richtig gutes Date. Und die beiden verstehen sich auch schon richtig, richtig, richtig gut, was ja richtig mega ist. Ich frage mich ganz kurz, warum Ina nicht dabei sein durfte oder auch warum die Männer nicht vielleicht auch Ina ausgewählt hätten. Das hätte ja auch mal passieren können. Passiert aber nicht und die muss sich halt mit anderen Leuten begnügen. Technisch muss ich sagen, mit dem Adriano. Es ist halt extrem lustig. Der ist wirklich ein mega lustiger Mensch. Ich glaube, der vertritt auch so ein bisschen meinen Humor. Und tatsächlich hat es Adriano wieder geschafft und die Granate findet ihn mega geil und mega witzig. Bis sie dann vielleicht herausfindet, dass es auch das Einzige ist bei Adriano. Als die anderen Paare dann aber später vom Grillen und Jacuzzi und Badewannen-Date zurückkehren, gibt's dann auch schon eine neue Nachricht mit einer neuen Challenge. Islander, jetzt wird gespielt und ihr Girls habt die freie Wahl. Sucht euch einen heißen Islander und bildet Zweierteams. Ey, Gruppenspiele! Allerdings ist doch ein Mann zu viel da, oder habe ich mich verrechnet? Tom wurde leider nicht gewählt. Er ist der Game Master. Oh Gott, wie weird. Okay, Tom ist also schon mal Dauersingle. Er ist schon wieder Single, obwohl er sich gerade die nächste Runde gemogelt hat. Den wird es wahrscheinlich auch bald erwischen, wenn nicht noch mehr Granaten reinkommen. Also, die Blasebälge kommen zwischen die Bodies. Ja, wir führen es vor mit dem Arsch. Einfach pumpen. Das kennt man ja aus dem Fitnessstudio. Und gemeinsam mit der Partnerin sollen sie dann eine Banane aufpusten und dann mit dieser Banane einmal um die Feuerstelle rennen und dann super viel twerken. Ja. Ja, klingt nach einer vollkommen normalen Aufgabe. Das sieht sehr elegant aus. Hey, jetzt komm her. Was hast du für eine Ausdauer? Oh Gott, das ist anstrengend, ey. Findest du? Ja, wir können schon erahnen, dass dieses Spiel sehr sexuell aufgeladen ist. Sehr, sehr sexuell aufgeladen. Vor allem gibt es dann aber auch viele Doppeldeutigkeiten, die dann doch schon wieder richtig witzig waren. Riech nicht auf, Mann. Ich... Doch? Nein, null. Sie findet, es wird gar nicht aufgeblasen und er schon so richtig. Er ist dabei, er glaubt an die Banane. Und trotzdem irrt er sich und Butch und Sandrine stürmen davon und reiten auf der Banane weg. Hochwertige Unterhaltung für die ganze Familie. So kennt man RTL 2. Und kennen wir einen besseren, abgefuckteren Blick als den von Vanuschka? Ich glaube auch nicht. Die ist also richtig begeistert, dass Sandrine und Butch sich so gut verstehen. Oder die Sonne hat sie geblendet, das geht auch. Ja, und dann geht's noch weiter. Mehr geht nicht mehr rein. Vanuschka, wie sieht's aus? Ja, aber wir sind noch nicht so weit. Ich glaube, ich möchte diese Szene einfach nur für sich selber so wirken lassen, dass man sich selber denkt, yes,
Yes, und je öfter man sich, glaube ich, anguckt, desto mehr Doppeldeutigkeiten findet man. Zum Schluss gibt es allerdings ein Finale zwischen Butchie und Sandrine und Leon und Leonie. Und die Entscheidung, wer da gewinnt, ist schnell gefallen. Go, go, go. Go, go, go. Ich bin voll dabei. Das macht ihr super. Tom hatte auch schon nach der ersten Minute gar keinen Bock mehr, aber er ist noch dabei. Yes. Später am Abend müssen natürlich aber nochmal ein bisschen romantische Talks miteinander geführt werden. Und da schnappt sich dann die Vivanushka nochmal ihren Medi, weil sie hat ihn jetzt gut kennengelernt und fragt sich so, warum wolltest du mich eigentlich? Du hast eine coole Ausstrahlung. Okay. Und du bist hübsch. So süß, ne? Danke. Wie Tiramisu. Oh. Aha, danke. Noch irgendwas anderes? Bin ich irgendwie was Besonderes? Ist mein Charakter nett? Hast du irgendwas Tolles festgestellt an mir? Irgendwas? Nein? Okay, schade, danke. Eine Person, wo die Produktion die ganze Zeit drüber gebracht hat, die ist aber jetzt schon richtig hart eifersüchtig, das ist der Butchie. Wenn sie jetzt gleich am ersten Tag mit dem Händchen haltet, ist das halt für mich nicht richtig. Ist meine Ansicht. Ach, oh mein Gott, sie trauert dem Butchie nicht lang genug hinterher, nachdem er sie gekorbt hat. Sie müsste noch weinen und in der Trauerphase sein und sich nicht an einen anderen Mann ranwerfen. Gott, also da ist mein Mitleid für Butchie gerade riesig. Wirklich, wirklich, wirklich. In der Tat. Leon und Leonie, boah, ich liebe das zu sagen, führen allerdings auch noch ein Gespräch, wo sie fragt so, hey, wen findest du eigentlich noch so interessant hier? Und er so, ja, dich, aber auch andere. Leonie ist auf jeden Fall eine Süße. Ich mache sie gern, aber möchte auf jeden Fall auch noch so vielleicht ein, zwei andere Frauen ein bisschen besser kennenlernen. Also will er fremdgehen? Nein, will er nicht. Also man muss ja mal kurz ehrlicherweise sagen, er ist gerade einen Tag da, hat nur mit Leonie bis jetzt gequatscht, kann ja dann andere Leute noch kennenlernen. Und es ist voll gut, dass er es direkt offen zu ihr sagt, hey, die finde ich auch interessant, schau, guck ich mal. Also ist okay, wenn man so offen ist. Ist besser als andere Leute. Hier folgen nun allerdings nochmal Flirtideen mit Adriano. Warst du mal in Holland? Alter, und wie ich in Holland gewesen bin. Drogen sind geil. Anscheinend. Nico hingegen denkt sich allerdings so, boah, ich bin nicht so der Mann der großen Worte, ich möchte lieber ein bisschen Taten für mich sprechen lassen, was ja auch manchmal ganz süß ist, wenn man sich ein bisschen anstrengt und das macht er dann auch. Ich weiß, dass ihr auf den Oldschool-Scheiß sehr, sehr steht. Frauen lieben Überraschungen, macht das einfach aus Herzen gerne. Hey, ich weiß doch, dass du diesen Oldschool-Scheiß richtig geil findest und deswegen mache ich das. Und er schmückt es für Jenny, die freut sich bestimmt und... Auch wenn er es als Oldschool-Scheiß bezeichnet, ist es ja ein bisschen süß. Die gegebenen Mittel sind ja auch nicht riesig. Also, er strengt sich an. No way! Oha! Wie süß! Das ist ja echt sweet. Mega ist das. Mega, mega, mega toll. Ja, Jenny ist begeistert. Wir denken uns alle so, ja gut, freut uns, dass du begeistert bist. Und damit endet dann auch schon wieder die Folge. Besser als die letzte, wo sie sich fett gestritten haben. Diesmal ist Liebe im Raum, ganz schön. Und wir sind gespannt, wie es dann nächste Folge weitergeht. Hey Leute, und das war's dann wieder mit dem Video gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Sonst schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr für andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.